Professor Thomas Leif, Mitglied der Jury der Otto Brenner Preise und SWR-Chefreporter. Schön, dass Sie da sind, Herr Leif. Herr Leif, Sie haben da gerade von einem Lottogewinn gesprochen. Wie ist denn die allgemeine Lage für journalistische Stipendien in Deutschland? Na, ich würde sagen, durch die Stipendien, die es hier bei der Otto Brenner Stiftung gab, ist so ein bisschen so eine Initialzündung erfolgt, dass es heute fast schon eine Inflation von Stipendien gibt. Also es gibt jedenfalls genügend. Wir erleben das ja auch manchmal, dass Leute dann sozusagen Copy and Paste ihre Anträge hier einreichen, aber auch woanders. Also, um es positiv zu wenden, es gibt unglaublich viele. Was ist dann das Besondere der Otto-Brenner-Stipendien? Dass sich eine Jury ziemlich intensiv damit beschäftigt, was das Richtige wäre und wo das Chancenpotenzial von Themen liegt und wo man kreative Köpfe, junge Leute, wir haben ja eben Herrn Oppong gesehen, der ja fördert, und das Gespür der Leute, wirklich die Richtigen rauszusuchen. Und es gibt Mentoren, das ist auch eine Mentoren besondere ist wichtig, weil ich glaube, die Stipendien, am Ende müssen wir ja auch keine Legenden spinnen. Ich glaube, jeder und jede kann ganz großen journalistischen Erfolg durch eine einzige Substanz erreichen, nämlich Arbeit. Arbeit, Fleiß, Ausdauer, Hartnäckigkeit, jenseits aller Legenden. Dazu kommt natürlich noch Glück und vielleicht auch am Ende ein guter Plan. Und diese Möglichkeit wird geboten damit, und der Mentor oder die Mentorin sollen im Zweifelfall unangenehm sein. Wir haben ja heute Herrn Richter gehört hier, der hat ja den Ruf im ZDF, dass er die Leute immer gedrillt hat bei den Texten und sehr massiv reingegangen ist, das passte keinem. Am Ende sind sie alle happy gewesen, weil sie viel gelernt haben. Also ein Mentor muss am Ende auch Druck machen, die Leute motivieren, weil es gibt eine Erfahrung bei den Stipendien. Wenn man die Halbzeit hinter sich hat und sieht so am Horizont die Erfolge, das besser wird, dann geht der Rest des Weges ganz von allein. Jetzt können Sie schon auf 10 Jahre zurückblicken. Sie waren von Anfang an dabei mit den Recherchestipendien. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Was ist dabei rumgekommen in den letzten 10 Jahren? Also ich finde unglaublich viel. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die jetzt nicht so hoch zu jubeln sind. Aber ich will mal als ein Fallbeispiel Astrid Geißler nennen von der Taz. Sie hat eine ganz einfache, aber anspruchsvolle Sache gemacht, nämlich den Rechtsextremismus in Ostdeutschland untersucht und hat das gemacht, was jeder machen könnte, intensiv im Lokalen geschaut, wie in die Kommunen, in die einzelnen Akteure der Kommune sozusagen das rechtsextreme Gedankengut einsickert und wie es sogenannte national befreite Zonen gibt. 2 Seiten in der Taz und am Ende Theodor-Wolf-Preis. Das ist sehr begehrt im Zeitungsjournalismus, also nur ein Beispiel. Es gibt viele andere, die man jetzt in der Kürze der Zeit nicht aufzählen kann, aber ich glaube, der Kernpunkt der Stipendien ist, und da könnten wir auch in die Zukunft blicken, dass jeder Einzelne, der mitmacht, erkennt, seine eigenen Grenzen einzuschätzen und über die Grenzen hinauszugehen. Das ist der effektive Lernerfolg. Und wenn man es als kleinen Erfolg sehen kann, dass jetzt so viele Stipendien auf dem Markt sind, wäre heute der kleine Vorschlag bei dieser ominösen 10-Jahres-Feier. Eigentlich sollten die Redaktionen alle in Deutschland auch Recherchestipendien in ihren Redaktionen einführen und dort Mentoring machen und dass jeder Volontär, jeder Absolvent einer journalistischen Schule einmal in der Ausbildung ein Großprojekt mit einer internen Mentoring-Leistung macht, dann hätten wir einen Multiplikationseffekt, der am Ende uns allen dienen würde. Ein guter Vorschlag an die Zeitung. Kommen wir zu den Bewerbern. Ja, ja, einen einzigen Satz will ich nur sagen, weil die Offiziellen wie Detlef und andere das natürlich nicht sagen können. Als wir vor 11 Jahren das Konzept gemacht haben mit dem früheren Chef Peters, war das nicht so einfach, so einen Preis durchzusetzen. Und ich muss sagen, und das soll, glaube ich, auch bei so einer Feier mal kurz erwähnt werden, weil es nicht selbstverständlich ist, es gab zu keinem Zeitpunkt in 10 Jahren irgendeine Intervention oder irgendein Gemauschel und Geklüngel, dass Vorgaben gemacht worden sind. Das ist alles andere als selbstverständlich. Und ich glaube, dass die Unabhängigkeit der Jury, die sehr stur ist, sehr ernsthaft, sehr anspruchsvoll, mit einer Überdosis Erfahrungswissen, das auch geschätzt hat. Und auch wenn hier so ein Absender draufsteht, Otto Brenner Stiftung mit einem unglaublich engagierten Team, es gab nie den Hinweis, das und das muss so und so gedengelt werden, das ist nicht selbstverständlich und klar kann er es so selbst nicht sagen. Also vielen Dank dafür. Dann noch ein Wort zu den diesjährigen Stipendiaten. Ja. 38 Bewerbungen gab es in diesem Jahr. Für wen hat sich die Jury diesmal entschieden? Die Auswahl war natürlich nicht ganz einfach. Also zunächst mal Martin Steinhagen. Der hat sich den anspruchsvollen Job aufgehalst, die NSU in Hessen zu untersuchen. Das heißt, jetzt parallel zu den Ausschussarbeiten zu sehen, was lief eigentlich auf der lokalen Ebene im Verfassungsschutz falsch. Ich glaube, eine große, reichhaltige
große Quelle ist da, weil wenn immer mit der Ausschussarbeit in Landtagen und drumherum kriegt man neue Quellen, das ist sicherlich ein großes Thema und da können wir uns auf tolle Ergebnisse freuen. Mhm. Ist er, ja, da, man kann ihn mal erkennen oder was? Da vorne stehen Sie mal auf, dann sieht man Sie vielleicht auch, dann weiß jeder, wer es ist. Dann Frederik Jäger. Da vorne, oder? Steht es auch mal auf. Der macht was Ungewöhnliches und der hat auch vielleicht ein besonderes Spektrum der Stipendien. Er kümmert sich über die Mauscheleien in der Filmförderung. Wer hat sich das deutsche Kino verdient? Also wie werden Filmförderpreise vergeben und wie sozusagen hinter den Kulissen, wie wird hin und her geschoben? Und als drittes Martina Janning und Beate Krohl. Sie kümmern sich um den Ernstfall Ehek und untersuchen die Epidemie und die ungeklärten Fragen. Die beiden Damen sind auch da. Und da genau. Da sehen Sie, natürlich haben alle, die begeisterte Hörer sind von SWR 2, wissen, dass diese beiden Kollegen schon ein bisschen mehr können. Aber wenn man länger im Geschäft ist, ist natürlich der eigene Anspruch wahrscheinlich auch höher. Gut, und diese Stipendiaten, die werden wir an dieser Stelle im nächsten Jahr natürlich befragen, was aus den Projekten geworden ist. Und das wollen wir jetzt mit den Stipendiaten des vergangenen Jahres tun. Bitte begrüßen Sie Sonja Peter-Anderl, Jens Pfeiffer und Florian Hennes. Ja, Frau Peter-Anderl, Schwarzmarkt 2.0, wie Dealer, Gangs und Kartelle das Internet nutzen. Ich muss zugeben, als wir Ihren Antrag gesehen haben, waren alle ein bisschen gestutzt. Und was trauen Sie sich dazu, dass Sie quasi den Schwarzmarkt im Drogenhandel online analysiert haben? Was war Ihre Motivation? Bei mir ging es darum, einfach zu gucken, inwieweit diese kriminelle Innovation im Internet stattfindet. Und es ist bekanntlich so, dass Dealer, Gangs, Karteller relativ schnell sind, solche Entwicklungen einfach aufzunehmen. Und wie sich herausgestellt hat, auch viel schneller und viel kompetenter zum Teil als die Ermittler, als die Polizei, als der Staat. Und ich finde es ein sehr wichtiges Thema. Meine Recherche hat sich auf Mexiko, Deutschland, USA bezogen. Und vor allem in den USA und in Mexiko, das ist quasi wie so ein Fenster in die Zukunft auch für Deutschland, was dort passiert. Das heißt, Kartelle, Gangsdealer bedienen sich des Internets, bedienen sich sozialer Netzwerke, nicht nur für Propaganda, sondern eben auch tatsächlich, um Entführungen, Kidnappings vorzubereiten, Drogenhandel durchzuführen und dann gibt es noch zahlreiche Plattformen für Drogenhandel im Internet. Aber Sie sind ja im Grunde in ein kriminalistisches Milieu eingedrungen und haben sich rangewagt, was selbst das BKA kaum so auf der Agenda hat. Ist das nicht ein bisschen große Schuhe? Ich würde nicht sagen, dass das BKA das gar nicht auf der Agenda hat, aber sie haben viel Nachholbedarf auf jeden Fall. Auch die LKAs, die sind da aber dran, Kompetenzen aufzubauen. Und erstaunlicherweise ist Drogenhandel im Internet oft viel offener, als man das denken würde. Also es gibt auch Dealer, die dann ganz offen im Internet von ihren Erfahrungen schreiben. Wenn Sie jetzt einen dicken Filzstift unter Ihr Stipendium machen, was können Sie den Leuten erklären, was ist rausgekommen? Was ist Ihre Message, was Sie auch publiziert haben, was ist die Substanz Ihres Ergebnisses? Also ich würde sagen, das Internet wird auf jeden Fall massiv genutzt und organisierte Kriminalität muss dahingehend auch beobachtet werden und zwar auch in Deutschland. In Mexiko ist es natürlich, also hat es noch viel blutigere Folgen. Das konnte man vorletzte Woche auch sehen, weil eine junge Frau, die über Kartellkriminalität geschrieben hat, dann auch tatsächlich, also über Twitter, über soziale Netzwerke, tatsächlich entführt und ermordet wurde und die Täter haben dann auch noch ihren Twitter-Account gekapert und haben die Bilder von dieser toten Frau dann ins Internet platziert als Drohung. Max Frisch hat immer gesagt, überzeugt Sie Ihre Selbstkritik. Was würden Sie am Ende des Tages sagen, was haben Sie falsch gemacht, was würden Sie heute anders tun? Recherche im Internet oder mit einem also Thema, Internet-Thema oder auch mit so einem sensiblen Thema, wo sich immer was ändern kann, ist natürlich extrem herausfordernd. Das heißt, während dieser Monate, wo ich sowohl im Darknet, Deepnet als auch im offenen Internet und sozialen Netzwerken recherchiert habe, gab es verschiedene Beschlagnahmungen von Konten, von Marktplätzen und zum Teil ärgert man sich da einfach darüber, dass das Recherchematerial dann weg ist. Aber die ganze Sache hat ja einen Kollateralnutzen. Jetzt können Sie noch einen Nebenjob beim BKA anfangen. Die haben ja immer Kompetenzprobleme. Also herzlichen Glückwunsch und wenn es weitergeht. Jens Pfeiffer? Ja, danke. Ich frage Jens Pfeiffer. Jens Pfeiffer, Sie haben im letzten Jahr das Recherchestipendium für Ihr Projekt mit dem Titel Stringer bekommen. Stringer, das sind Kontaktpersonen für Journalisten, die vor Ort gute Verbindungen haben, Türöffner, Vermittler für Journalisten. Und über einen solchen Stringer in der arabischen Welt wollten Sie einen Film machen.
Was war die Ausgangsidee, kurz skizziert? Naja, die Geschichte ist natürlich ganz schön kompliziert. Aber ich fange mal an. Es hat angefangen vor 4 Jahren in Damaskus. Und da habe ich gearbeitet als Tonmann für einen Dokumentarfilm und habe einen syrischen Stringer kennengelernt. Der hat für uns die ganzen Sachen organisiert. Ich habe gesehen, wie er Geld faltet, wie er Leute besticht, wie er vor den Geheimdiensten irgendwelche Sachen klärt und so weiter und so fort. Also ich hatte eine Faszination entwickelt, was das für ein Job ist. Hm. Ja, ich habe immer in der Zeitung gelesen, Stringer, und dachte immer, es wäre ein englischer Nachname. Also natürlich habe ich gewusst, dass es irgendeine Bedeutung hat, aber genau, es war klar, dass ich das will. Ich habe auch gedacht, ich mache sofort über ihn einen Film, obwohl ich da Tonmann bin. Nur ich hatte nur ein schlechtes Handy und habe auch nicht irgendwie die Zeit mehr gehabt. Und dann habe ich aber nach einem anderen Film, war er plötzlich in Deutschland. Also er stand mehr oder weniger vor der Haustür, mhm. und vor meiner Tür und in München. Und ich habe ihn dann im Heim besucht und so weiter. Und irgendwie ist er dann auch nach Berlin gekommen und er wohnt jetzt auch in Berlin. Und wir hatten so angefangen zu reden darüber, was hast du denn jetzt eigentlich vor? Und dann habe ich ein Exposé eingereicht und er hat mir seinen Plan erzählt. Er wollte wieder zurückreisen, also in die andere Richtung wieder fliehen, ja. und wieder arbeiten als Fixer oder Stringer, weil das einfach sein Beruf ist. Also der hat das gemacht und der kann kein Deutsch und der, so, ja, das war so sein Plan. Und das fand ich einfach sehr spannend und habe dann gedacht, da macht man eine Doku drüber und hängt sich hinter ihnen und macht das. So, und da mussten Sie aber Ihre Pläne gleich mehrfach, genau. wieder umschmeißen. Ja, er kam dann in den Genuss des deutschen Jobcenters und hat auch nach mehreren Versuchen eine Wohnung gefunden in Berlin und hat auch gemerkt, dass in Ägypten die Lage für Syrer nicht mehr so ganz toll ist. Er wollte irgendwie nach Kairo, weil er da Freunde hatte. Und dann hat er eigentlich entschieden, er bleibt jetzt hier, weil es besser ist. Bei ihm ist das komplette Thema ja im Grunde. Genau, und dann war natürlich die Idee, als Dokumentarfilmer denkt man, dann macht man einen Film über einen Flüchtling. Und ich hatte mir aber, weil ich so irgendwie so mich da so festbeiße, ich habe irgendwie gedacht, ich will jetzt keinen Flüchtlingsfilm machen. Es gibt so viele tolle Filme über Flüchtlinge, die auch ihren Wert haben und die, ja, die gemacht werden müssen. Aber ich will das nicht. Ich will einen Film über so einen Typen machen, über so einen Schattenhelden. Und dann habe ich das Geld von der Stiftung genommen und bin zur türkisch-syrischen Grenze gefahren und habe da andere gesucht. Natürlich mit Hilfe von ihm, weil er kennt ja Leute, mhm. und so weiter. Genau, und dann hatte ich auch ein paar zusammen und so weiter und so fort. Und jetzt kommt irgendwie der ganze Bruch, weil dann war ich jetzt vor 3 Wochen war ich da an der türkisch-syrischen Grenze, so für 7 Wochen, also August, September so. Mhm. Und in dieser ganzen Zeit passierten die Dinge, die wir alle in den Nachrichten gelesen haben. Also Journalisten, die entführt waren, wurden umgebracht und, und. Also es war alles da, genau da, wo ich war. Und da habe ich irgendwie gedacht, ich muss das irgendwie anders machen. Ich hatte auch angefangen, Porträts über die einzelnen Stringer zu schreiben. Aber Sie hatten nie den Eindruck, Sie schmeißen es jetzt ganz Nee, das hin. Überhaupt nicht. Ich wollte auf jeden Fall machen. Mir war immer klar, das wird ein Film über Stringer, nur die Form muss irgendwie anders sein. Und um es ganz platt zu sagen, schreibe ich jetzt ein Drehbuch. Also Sie weichen in die Fiktion jetzt aus. Ja, also das kommt daher, dass ich nicht nur als Journalist arbeite, sondern auch als Filmemacher. Ja. Und natürlich immer damit gespielt habe, wann ist es der Punkt erreicht, dass ich das mal irgendwie mache. Und jetzt habe ich mich entschieden, das zu machen. Also es ist jetzt einfach... Also jetzt wird es ein Spielfilm. Es ist vielleicht auch so, dass ich keine Lust habe, Leute zu gefährden. Das ist so eine Sache. Das passiert, wenn man dokumentarisch arbeitet. Ich habe auch keine Lust, Leute immer zu blurren und... all die Dinge, die ich aufgeschrieben habe, kann man vielleicht auch gar nicht dokumentarisch zeigen. Also okay. Deswegen. Vielen Dank. Was ist der letzte Stand? Wann können wir den Film sehen? Naja, Sie wissen, dass das die Zeit im Filmemacher ziemlich anders, also die Uhr tickt anders. Also kann ich jetzt nicht sagen. Also, okay, wir werden das weiterverfolgen. Vielen Dank, Jens Pfeiffer. Ja. Kurz zum Abschluss dieses Triumvirats, da sehen Sie die vielen Facetten von Stipendien. Florian Hennes hat mit seinem Kollegen Ronald Mutum, der jetzt heute nicht hier sein kann, hat andere Beschäftigung, was Besonderes gemacht. Sie kennen noch den Spruch von den Managern, die sagen immer, am meisten lernt man aus dem Scheitern. Genau, das könnte man so formulieren, würde ich aber so nicht tun. Wir hatten eine Recherche begonnen über die Zusammenarbeit zwischen deutschen Beamten und nigerianischen Beamten bei Abschiebung. Denn es ist so, dass der Staat relative Probleme hat, Leute abzuschieben, die ihre Passpapiere zerstört haben oder versteckt haben. Und es wurde von Aktivisten der Vorwurf erhoben, dass es da ein Bündnis gäbe zwischen deutschen und nigerianischen Beamten, das nicht in Ordnung sei. Und es gab auch von deutschen Beamten bei Veranstaltungen Äußerungen, die darauf hindeuteten. Es gab bekannte Tätigkeiten von anderen europäischen Staaten, die das so handhaben.
Und genau, ja, diese Hypothese haben Sie auseinandergenommen? Die haben wir auseinandergenommen. Wir haben Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz gemacht. Wir haben über Bundestagsabgeordnete kleine Anfragen gestellt. Wir haben mit allen relevanten Akteuren Hintergrundgespräche geführt und können wirklich mit gutem Gewissen sagen, dass da derzeit nichts läuft. Im Koalitionsvertrag steht wieder, dass man die Daumenschrauben gegenüber Herkunftsstaaten noch enger machen will. Aber ich kann sagen, dass es da derzeit keine Bewegung gibt. Okay. Hand aufs Herz, ist es Ihnen schwer gefallen, Ihre eigene Hypothese und das, was Sie von Informanten zugetragen bekommen haben, zu killen? Sie kennen ja Kill Your Babies, fällt Journalisten besonders schwer. Wie ist es bei Ihnen gewesen? Haben Sie sich nicht geärgert, dass Sie das nicht bestätigen konnten? Ja, man ärgert sich so lange, bis man dann eine andere These eben findet. Und diese andere These ist, dass Deutschland seit 20 Jahren oder die deutsche Bürokratie seit 20 Jahren versucht, Menschen abzuschieben und es nicht schafft, zumindest quantitativ nicht. Denn die sogenannte, ist unschönes Wort, diese Abschiebequote, die liegt bei 10-20% in den letzten 20 Jahren. Und was funktioniert nicht? Erklären Sie das noch. Was funktioniert nicht, das ist das Problem, dass Sie ein Passpapier brauchen, um die Leute abschieben zu können, und die Herkunftsstaaten kooperieren nicht. Länderinnenminister oder Landräte wollen auch nicht kooperieren, weil sie Angst haben, dass sie bei der nächsten Wahl als der Abschiebeminister genannt werden. So, dann könnte man doch als politisch Verantwortlicher sagen, wir gucken uns die letzten 20 Jahre an, es funktioniert nicht, dann bauen wir doch auf dieser Erkenntnis eine neue Politik auf. Aber genau das passiert eben nicht, und das führt dazu, dass derzeit 40.000 Anträge sind bei Botschaften, die Passpapiere ausstellen sollen. Und man weiß, dass es wahrscheinlich nicht klappen wird. Aber diese Leute werden dann 5 Jahre, wird ihnen nicht erlaubt zu arbeiten, es wird ihnen nicht erlaubt, eine vernünftige Bildung zu haben. Und das ist ein massiver Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit. Und ich frage mich, ob man das rechtfertigen kann dadurch, dass eigentlich nur die Abschiebung als ein Theater, das ist es nach der Recherche, als ein Theater aufrechterhalten. Das heißt, Sie rollen im Grunde die Praxis der Asylpolitik von hinten auf und zeigen, dass sie im Grunde ineffizient und falsch läuft. Nicht der Asylpolitik, sondern der Abschiebepolitik. Wir reden derzeit über Asyl, und in 2-3 Jahren wird man dann eben wieder über Abschiebung reden, weil die Anträge dann eben teilweise negativ beschieden wurden. Sie sehen, das nennt man so Prinzip der schöpferischen Zerstörung. Man hat eine Hypothese und dann kommt das raus. Das war ein kleiner Vorgeschmack, wie vielfältig das Ganze ist und warum sich Recherchestipendien doch am Ende lohnen. Vielen herzlichen Dank, Sonja Peter-Anderl, Jens Pfeiffer und Florian Henes. Vielen Dank.